Und ich habe etwas Tolles bekommen. Und zwar war ich mal wieder bei AliExpress unterwegs und habe was Schönes gefunden. Und zwar wird das der A-Team Van aus Technikteilen. Dieses tolle Set wurde von Shade konstruiert. Ist natürlich elektronisch, also hat gewisse Motoren. Besteht aus einem L-Motor, einem Servomotor, einem M-Motor für die Seitentüren sowie einen M-Motor für die Rücktüren, also für die hinteren Türen. Ja, und ebenfalls eine Batteriebox. Aber so wie ich das sehe, ist das sogar ein. Ja, sag's, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Na, ihr werdet schon sehen. Ja. Ich werde natürlich heute, wie ihr seht, kein Speedbuild machen, sondern ein ganz normales Aufbauvideo. Das heißt, ich werde vorbauen und werde euch dann zeigen, wie die einzelnen Schritte sind oder was ich bisher gebaut habe. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal an, ne? Ich werde das jetzt alles schön auf meine Tellerchen verteilen und dann sehen wir uns gleich. Achso, ja, mal gucken, wie viele Tüten wir das Ganze eigentlich haben. So. Das ist übrigens auch der Code für den Instruction. Den habe ich mir schon runtergeladen. Ist auf dem Laptop, seht ihr wahrscheinlich jetzt nicht. So, dann besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tütchen. Die werde ich jetzt schön auf meine Tellerchen verteilen und dann sehen wir uns gleich. Bis dann. So, jetzt habe ich mal alles hier auf meine schönen Tellerchen verteilt. Hier habe ich übrigens die Batteriebox, ist kein Akku. Leider nicht. Dann haben wir hier den M-Motor. Den muss ich zweimal haben. Ja, zweimal den M-Motor, den L-Motor. Das ist, glaube ich, der Switcher. Ja, ist leider keine normale Anleitung, wie man es kennt, sondern eine Bildanleitung. Das seht ihr wahrscheinlich jetzt hier nicht. Ich sehe es bei mir vor mir. Und ich fange dann jetzt einfach mal an zu bauen und melde mich dann in Kürze wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Und ich habe schon wieder etwas gebaut. Den Anfang, und zwar habe ich einmal den L-Motor und plus Anhang gebaut. Wie ihr seht, ist hier eine, ich glaube, eine 5er oder 6er fällt mir nicht ein. Hey. Eine Kreuzstange. Dann haben wir hier eine Dreier Kreuzstange sowie einen Kreuzaufnahmepin sowie hier haben wir ganz, ganz viele Dreier blaue Pins verbaut. Ja, ein paar Liftarme. Ja, und ich würde sagen, das baue ich dann gleich dran. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Take wieder, würde ich sagen, oder? Bis gleich. So, sind wir wieder ein Stück weitergekommen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen was dran gebaut. Also wieder hier zwei Liftarme. Das haben wir jetzt miteinander verbunden. Und das erste Zahnrad ist auch schon dran, was mit dem L-Motor verbunden ist. Ja, dann würde ich sagen. Achso, ja, ihr müsst halt ein bisschen aufpassen, gell? Also wenn ihr das seht, das ist nur eine Bildkonstruktionen. Da müsst ihr wirklich genau hinschauen. Macht es wirklich Schritt für Schritt. Schaut lieber zwei, dreimal, weil es ist ein bisschen schwierig. Und passt auf mit dem Pin. Weil hier mit den, gerade mit den Kreuzachsen, Längeangaben gibt es halt nicht. Also ihr könnt halt nicht vergleichen wie bei einer normalen Instruktion. Ne? Also, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder und ich wollte euch mal zeigen, wie man das eigentlich so bauen tut, Schritt für Schritt. So sieht das ungefähr aus in der Anleitung. Wieso ist das Bild so schlecht?
schlecht. Besser, oder? Würde ich sagen, ja. Also, hier haben wir auf jeden Fall eine 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ich glaube eine 15er Liftstange. Dann haben wir hier ein Grundgerüst gebaut. Da kommen dann später wahrscheinlich die ganzen Aufbauten drauf. Ich würde sagen, wir bauen das jetzt mal schnell gemeinsam. Ich hoffe, dass das klappt, so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das eine geht dann so rein. Zack, es passt. Wunderbar. Jetzt muss ich doch gleich selber mal schauen, wie das so ist. Ah, nicht wunderbar, das kommt dann so raus. Jetzt sind's fest. Also ihr seht, es ist schon alles ganz schön stabil, das muss man echt mal sagen. Also der Designer, Hut ab, der hat das ganz schön drauf. Ich halte das vorne. Ist doch richtig gedrückt. Ah, hier haben wir es ja. So. Hier so dran. Will irgendwie nicht. Na. So. In dem Fall das dann so. Und das kommt dann als Zack. So. Jetzt müsste es richtig sein. Ja. Ja, so baut man das. Also wirklich Schritt für Schritt. Ach, jetzt bin ich natürlich etwas weiter weggegangen. Entschuldigung. Schritt für Schritt. Eins am anderen. Bild für Bild. Also, dann bis gleich. So, wie ihr seht, habe ich jetzt mittlerweile den L-Motor mit dem Teil vom Chassis verbunden und den M-Motor vorbereitet. Zahnrad mit der Zahnarztkurbelwelle verbunden. Ja, ist noch ein bisschen wackelig, ein bisschen frickelig, aber ich denke mal, das wird sich im Laufe der Zeit stabilisieren. Ja, Klemmkraft ist soweit in Ordnung, kann ich jetzt mal dazu nichts dazu sagen. Es gibt einige Sachen, die gehen schwer rein, wie zum Beispiel das hier, was ihr vorhin gesehen habt, das ging ja extrem schwer rein. Gerade bei der Achsaufnahme. Ja. Machen wir mal weiter, ne? So, da bin ich auch schon wieder. Ich sag euch eins, das ist vielleicht eine Tortur. Also, das hier. Alter Falter. Da musste ich richtig reindrücken. Also, ich habe schon richtige Schwielen an den Händen. Das kann ich euch sagen. So, im Ganzen macht der Bau sehr viel Spaß. Also, wenn man sich mal am Anfang mal reingefuchst hat, dann funktioniert's. Das kann ich euch mal sagen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das am besten machen. Jetzt schaue ich mal, wo der rein muss. Okay. Also wenn ich das richtig sehe, geht der hier so rein.
Feste. Ja, Lucy. Ja, ich bin gleich wieder zurück. So, bin wieder zurück. Habe einen kleinen Fehler eingebaut, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so, wie ich das denke. Und zwar kommt das hier in das untere Zahnrad. Und wird dann quasi. Mal Kontrolle. Oh ja, der ist durch. Super. Das war das Problem. Der hat nämlich nur hier aufgelegt. Und deswegen bin ich dann da. Ist da. Habe ich gedacht, zur Befestigung habe ich einen kleinen Pin noch reingemacht. Also mit so einem blauen Pin, damit das hebt. Den habe ich jetzt entfernt, wieder rausgemacht. Und dann konnte ich das hier schön durchstecken. Und jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Ne? Ja, ich baue dann mal weiter. In dem Sinne, bis gleich. So, jetzt haben wir wieder mal ein kleines Stück weiter. Jetzt haben wir hier ein bisschen wieder was drauf gebaut. Und ich würde sagen, es wird langsam immer stabiler. Also, ich bin mal gespannt zum Schluss, ob alles so funktioniert, wie ich mir das erhoffen tue. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr bis jetzt zufrieden seid mit meinem Video, lasst doch mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke, um auch keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Ja, ich würde sagen, ich baue ihn weiter und dann sehen wir uns in Kürze. So, ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder und bin wieder ein Stückchen weiter vorangekommen. Wie ihr seht, habe ich mittlerweile auch den zweiten M-Motor verbaut. Den anderen Motor haben wir verkleidet. Sind wir jetzt alles hier unten drunter. So sieht das Ganze von unten aus. Ja, dann würde man sagen, ich baue noch ein bisschen weiter und gucken wir mal, wie weit ich komme, wie weit ich halt überhaupt komme. Fertig werden werde ich halt wahrscheinlich nicht. Den Rest mache ich dann wahrscheinlich morgen. Es gibt einige Sachen, da bin ich nicht ganz zufrieden. Und zwar ist bei einigen Sachen die Klemmkraft, da fehlt der Pin komplett außen wieder raus. Im Großen und Ganzen, wenn das natürlich alles schon verbaut ist, dann hält es wieder, komischerweise. Warum auch immer. Ja, aber trotz alledem, es wird ein ganz schöner Brummer. Wie groß der tatsächlich wird, werde ich wahrscheinlich das im Review sagen. Und natürlich werden wir auch ein paar Runden drehen. Ne? Also, in diesem Sinne, bis gleich. Ich habe euch doch vorhin erzählt, dass die einige Pins hörte. Also hier, bei dem hier, ne, muss ich mal sagen, das Ding musste ich regelrecht reintreschen. Das war nicht schön. Aber der ging ja sowas von schwer rein. Das ist echt nicht schön. Da macht das auch, das macht da keinen richtigen Spaß. Weißt du, wenn man da richtig reintreschen muss, ich habe mit der Zange richtig noch drauf gehauen. Mich reinbekommen habe. Also, Leute, wenn ihr euch das Set kauft, lasst euch auf ein paar Überraschungen. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Und zwar haben wir jetzt hier hinten etwas dran gebaut. Wenn ihr das bauen solltet, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das seht, zeige ich euch mal so. Das ist dieses Teil hier. Muss da unten drunter dran an diese nennt sich das an diesem Ecklift-Arm 3x5 heißt das, glaube ich, jawohl. Verbindet erst das und setzt dann das drauf, weil sonst habt ihr echt Probleme mit dem hier. Ne? Also jetzt nur so als kleine Anmerkung. Weiß nicht, ob ihr seht, dass das nicht scharf genug ist. Ja. Ich würde sagen, ich baue da mal weiter und dann bis gleich. So, Leute, und da bin ich auch schon wieder ein Stückchen weiter. Habe in der Zwischenzeit die Lenkung gebaut. So,
Moment. Servomotor mit eingebaut. Ging wunderbar. Ist auch gerade, also nicht bei Profilen, wo man zentrieren muss. Es geht wunderbar. Schön rein. Auch hier wieder bei den Zahnrädern. Teilweise gehen sie voll easy rein. Gerade hier die Stopper. Und teilweise gehen sie echt schwer rein. Da muss man richtig drauf kloppen. Wie ein Kaputter. Aber ich würde sagen, ich mache für heute erstmal Schluss. Für mich war es das erstmal für heute. Ich mache dann morgen weiter. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns, ne?